herzlich willkommen bei Mosa Medical. Wir sind heute in Wien in der Klinik. Mein Name ist Helena Bartosek. Ich bin die medizinische Fachberaterin für Wien und Umgebung und ich darf heute unseren Patienten in Herrn Gelter begrüßen. Schönen guten Tag. Guten Tag. Herzlich willkommen. Und Herr Gelter war letztes Jahr bei uns in der Behandlung im August und jetzt sprechen wir mal ein bisschen drüber, was alles so dazugehört. Im Grunde wäre es einmal wichtig zu wissen, wie Sie auf uns gekommen sind, wie das Ganze für Sie überhaupt begonnen hat. Ich glaube, bei Ihnen haben Sie erzählt, dass es schon sehr lange, ein längerer Zeitraum war, bis Sie sozusagen letztendlich dann da waren. Vielleicht, wenn Sie da ein bisschen was erzählen. Das kann man wohl sagen, ja, dass ein längerer Zeitraum, kann man sagen, 22 Jahre, wenn man so zurückblickt, ja, ist das her, ja. Und da haben wir gedacht, na, wenn einmal mit meinen Haaren was sein sollte, dann werden wir dort anmelden und werden wir informieren und. Das habe ich auch getan. Jahrelang habe ich verfolgt, so gesehen, mit der Kronenzeitung. Und ich habe sie immer, ja, da habe ich eine Reklame gemacht, ja, und das habe ich dann herausgenommen und ich war immer im Bilde so gesehen, ja. Okay. Aber darf ich kurz fragen, das heißt, Sie haben sich schon über das Ganze ein bisschen angefangen zu informieren, obwohl Sie noch kein Haarproblem hatten? Oh, doch. Man verliert Haare und so. Und haben Sie es bei Ihnen in der Familie gehabt auch? Ja, auch, ja. Waren Sie skeptisch, ob es funktioniert? Nein, ich war bei euch nie skeptisch. Und da war ich fest überzeugt von euch, wirklich war, also ohne Übertreibung, dass ihr da alles super läuft. Nicht? Aber dass so super läuft, wie es dann gelaufen ist, da ja. Da ist man dann doch überrascht. Also da kann ich schon sagen, da war ich wirklich überrascht. Da bin ich so ziemlich viel gemacht worden. An dem Tag habe ich mich so glücklich hier gefühlt. Wirklich? Wie noch nie in meinem Leben. Aber ohne Übertreibung jetzt, da. Ohne dass ich irgendwas übertreibe, ist da. Aber das ist Tatsache. Okay. Ich mich so gut gefühlt. Wie lange hat es bei Ihnen gedauert, wissen Sie noch ungefähr? Naja, fast einen ganzen Tag, oder? Ja, von viertel neun haben wir begonnen und bis um dreiviertel vier Nachmittag. Das ist schon Zeit, ja. Aber trotzdem, ich habe kein Problem gehabt und ich habe mich wohl gefühlt und so, also eine super Sache. Und die Frauen und die Männer, die haben gesagt, na, in einem Jahr, da werden sie gut aussehen und stimmt wirklich. Ne? Jeden Tag habe ich in den Spiegel geschaut und denke, wann kommen sie endlich? Genau, zur Erklärung, also es dauert natürlich ein bisschen. Aber hat wirklich alles gestimmt. Ja. Zwischen fünf und sechs Monaten haben wir schon gesehen, dann ist rapid. Dann ist es rapid nach oben gegangen, ja. Da habe ich gedacht, wie das schnell geht jetzt da, ja. Okay, super. Ja, also da war ich schon überrascht. Und jetzt können Sie alles damit wieder machen und tragen es gerne in einer gewissen Länge. Jetzt bin ich wieder sicher, jetzt kann ich wieder gerade gehen und so und ich habe kein Problem. Ich stehe auf, ich schaue meinen Spiegel, kann meinen Spiegel schauen, was vorher nicht mehr war. Wenn ich mich geduscht habe und wenn ich dann rausgegangen bin und habe ich gesehen schon im Spiegel, habe ich mir gedacht, na, jetzt musst du gehen, jetzt musst du was machen. Und so ist es abgelaufen dann. Ne? Und jetzt habe ich kein Problem damit. Ne? Sie würden es auf jeden Fall weiterempfehlen, oder? Ich würde es weiterempfehlen. Gibt es noch irgendwas zum Abschluss, was Sie jemandem gerne mitgeben würden, wenn jemand wirklich nicht so leicht sich entscheiden kann? Vielleicht noch irgendwie sowas, was Sie sagen? Ja, manche reden heute dann wieder, was hat es gekostet und sage ich, das und das. Ja, sage ich, du kannst es ja auch in Raten bezahlen dort, ja? Ja, du musst nicht auf einmal bezahlen. Und Sie möchten es auch gerne haben, so manche wollen es auch gerne. Sie sind beim Überlegen dann, ja. Meine Friseurin war ja ganz angetan. Nach vier Tagen bin ich hingekommen zu ihr, das war ja lustig. Und ich setze mich im Sessel, sage, jetzt können Sie schauen, was Sie sehen. Und sie hat geguckt, hat gute Augen und hat die Brillen auch noch genommen und geguckt. Und hat nichts gesehen, sagt sie, wie ist das möglich, hat sie, nach vier Tagen, wie ist das möglich, dass man da nichts mehr sehen kann. Also die war so angetan von dem Ganzen, sagt sie, na, jetzt bin ich beruhigt, sagt sie, ich habe Angst gehabt um sie, hat sie gesagt, ich habe Angst gehabt um sie, ne? Sag ich, ach so, ich weiß schon, Angst nicht, sage ich, aber sie müssen jetzt tausende Haare mehr schneiden. Okay, dann noch kurz wegen der Namensstelle hinten, also haben Sie da irgendwie irgendwelche Probleme, irgendwelche, wo Sie sagen, Sie spüren noch immer eine Spannung bei gewissen Tätigkeiten? Nein, das nicht. Also hier, das war überhaupt kein Problem. Und am Tag direkt nach der Behandlung, wie ist es an den Tag gegangen? Da
nach der Behandlung, naja, eigentlich gut. Ja. Ich habe kein Problem gehabt eigentlich. Ich habe das runtergenommen. Was mir, Verband, ja. Ja, den Verband. Aber was mir nicht eingegangen ist, dass der Herr Moser gesagt hat, ich soll mir am nächsten Tag unbedingt den Kopf waschen. Da habe ich gedacht, das kann nicht sein. Dass man schon darf. Ja, ja. Sag ich, was, am nächsten Tag? Ich habe dreimal gefragt. Sag ich, ja, morgen. Ja, ich konnte das nicht fassen. Hab gedacht, haben Sie sich getraut? Ja, freilich, ja. Natürlich. Ich habe alles gemacht, was vorgeschrieben ist und so. Ne? Die Massage, so, ja, 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 ja. Super. Nein, ja, also, sehen, ich bin sehr angetan. Ja, ja, eben. Wirklich schön geworden. Ja, ja, ich bin sehr zufrieden. Ne? Super. Fein. Dann vielen Dank für dieses Gespräch. Gerne, bitte. Ja. Hat mich sehr gefreut, Sie kennenzulernen. Ja, ich auch. Und ja, wünsche Ihnen weiterhin alles Liebe. Ja, danke. Dankeschön. Danke.